Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, ne, das freut dich auch. Unsere Kuh rennt fröhlich in der Stadt herum, im Dorf herum. Ja, wir werden heute weitermachen mit den Quests und so. Ja, endlich mal wieder. Und zwar, wohin gehen wir? Nehme ein Starlight Drive-In. Nehme ein, ach so, ja, einnehmen, jawohl. Speer, der Minutemen, haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Allerdings wimmelt es dort von Feinden. Preston hat mich gebeten, den Ort zu säubern, damit wir dort eine Sendestation errichten können, um Siedler anzulocken, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Säubere Starlight Drive-In. Jawohl, machen wir gerne. Ja, perfekt, würde ich sagen. Auf Karte anzeigen. Hinreisen. Noch nicht entdeckt. Markierung platzieren. Ist eigentlich eh markiert, ne? Aber hier, da können wir schon hin. Ho, ne? Das ist fein. Wah. Ach ja, das war diese Todeskralle, glaube ich, ne? Wah, ist schon schieres Viech, ne? Was war das mal ursprünglich für ein Viech? Ich wüsste es nicht. Es schaut nicht aus wie ein Bär, auch nicht wie eine Katze. Vielleicht ein Salamander, ein ehemaliger. Das könnte sein. Hm? Was? Ja? Alter, 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 Alter. Was war denn das jetzt? Also, was? Du Arschgeige. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Na, ich habe mich gerade voll erschreckt. Danke, Kotzwurf. Boah, ne? Ja. Servus. Carla, wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Ja. Handel. Ich tue immer gern schauen. Ich schau mal, was du hast. Ja. Ich verkaufe immer gern. Ja, ihre Augen sind so unheimlich. Boah. Alter, ne? Da ist schon mal da, ne, und so. Ihr versteht's mich schon. Impro-Pistole, da gebe ich gern eine her. Ja. Ja. Klebeband, Kreuzschlüssel, Leuchtpistole, die brauchen wir noch. Wow, wir haben ganz schön viel Graffel. Wie viel. Okay, wie schwer? Schrottpatrone, Silber-Sonnenbrillen. Ich hätte vorher was wegschmeißen sollen, ne? Schaut nicht so schlecht aus. Was hast du anzubieten? Bier. Ja, auf den Schrock würde ich gerade fast eins trinken. Alkoholfrei natürlich, aber... ja. Also offiziell. Offiziell alkoholfrei. Kreide. Köterkeulen. Was da nicht alles gibt, ne? Leuchtfackeln. Malpinsel. Aber dieses komische... Komisch, sage ich da. Diesen Weizen, dieses Weizen, diese Gerste, was das ist, das haben die nicht noch, ne? Also... Nö. Dann ist alles gut. Ich danke dir. Jetzt hat sie den Stängel weggeschmissen. Ja, da war ja noch lang. Ja, ne, das ist zum Aufregen, finde ich auch. So. Boah, alter Schwede, ne, jetzt ist mir echt fast das Herz in die Hose gerutscht. So, nachladen braucht man nicht. Okay. Wir müssen jetzt wohin? Welche Richtung? Okay. Das ist ja wirklich nicht weit, ne? Also, nein, ich verdrücke mich schon wieder. Also ungefähr da lang. Gibt's hier Brahim Schäl ohne Kiefer? Ernsthaft? Ja. Da fällt mir auch die Klappe runter. So, hier noch irgendwas? Was? Echt? Verbindungsstange. Ist ja schon gut. Also da vorne, ne? Da vorne soll die Post abgehen. Das Wasser meide ich mal. Da ist meistens radioaktiv, verseucht alles zusammen. Nee, eine Blume. Eine Blume. Eine hübsche Blume. Jetzt werde ich gut schauen. Ja, ja, das passt schon.
Ich stelle mich mal hier rauf, in dem Fall, dass mich da irgendwas angreifen möchte. Hallo, Kotzi. Nö. Da ist nichts. Ja, bin leicht nervös, ne, und so. Alter! Was haben wir da? Benzinkanister. Schön. Hundefutter in der Dose. Wie kann man nur so was Wertvolles weghauen? Eine Schaufel. Kotzi, was meinst du? Sind wir hier allein? Schaut noch recht gut aus. Anscheinend wurde gerade ein Flitzer. Was? 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 Alter! Alter, Alter. Wow. Alter! Alter, Alter, Alter! Ja, ja. Ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut. Verrecke, sauf ich. Wo bist denn? Ha. Fertig? Sind wir fertig? Boah, die Buffen geht gut, ey. Den haben wir, boah, den haben wir schier erwischt. Maulwurfsrattenfleisch und Zähnchen. Maulwurfsrattenfleisch. Dann haben wir Leder, eine Sicherung. Wie hat der eine Sicherung gefressen oder was? Und noch mehr Zähne. Fleisch und Leder. Ebenfalls Fleisch und Leder. Was haben wir hier noch? Hallo? Kronkorken, Fleisch und Leder. Diese Viecher fressen auch alles zusammen, oder? Ja, es sind halt Ratten, ne? Aber trotzdem. Wah, das ist radioaktiv. Geh, pfui. Will nicht haben. Ja, servus. Das ist übrigens Deko, ne? Das sind die heutigen Schaufensterpuppen, ja? Die schauen so aus. La, 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 la. La, was haben wir hier noch? Kombi-Schraubenschlüssel. Her damit. Ich höre es nur piepen, will schauen, wo es ist und bin schon hin. Nee, oder? Was? Ich bin hier? Nee, oder? Ich... Sauerei. Sauerei ist das. Warum bin ich hier? Arschkopf, echt. Geht's hier nicht zum Schnellreisen? Nein, der Ort wird ja nicht entdeckt. Ach, gekommen. Das ist jetzt wieder ärgerlich. Ich dachte, wenn er Schnellreisen macht, dann passt das schon, ne? Wenn du den Ort entdeckst. Nein. Vergiss es. Mm-mm. Muss die Marken nochmal von vorne. Mm-hmm. Ist da eine gottverdammte Kackmine, ne? Boah, da könntest. Ich könnte grad. Ah, warte, ist der jetzt noch da? Jetzt ist er nicht mehr da. Vielleicht fange ich auch nur an, langsam durchzudrehen. Und ich bilde mir vielleicht einfach nur mal hier und da ein paar Sachen ein. Das könnte doch sein. Das kann ja mal passieren, oder? Unter die Messens gegangen, Ma'am. Ja, bin ich. So, dann halt nochmal, weil es so lustig war. Geschande. Käse, verdammt, echt wahr. Das ärgert mich jetzt. Wie kann man nur so. Also, wie kann ich nur so batschert sein, echt? So. Unfassbar. Ha, diesmal hast du mich nicht erschreckt, du Kasperl. Aber schau mal, ich habe dir ein paar Aluminiumdosen liegen gelassen. Eine leere Milchflasche, was ist mit mir eigentlich los? Anscheinend wurde gerade ein Film gezeigt, als die Bomben gefallen sind. Ach so? Bleh. Was haben wir da? Bierflasche? Da drin war ich auch noch nicht. Was ist das? Chemkühlbox. Okay, her mit dem Zeug. Eine Mutterbeere. Schön. Und das war's auch schon. Aha, da könnten wir rauf. Gott, mach dich mal schlank. Na komm,
Oh, danke. Einfach mal in die Wand gedrückt. Jetzt werden die Viecher gleich wieder rausstürmen wahrscheinlich. Diese Bastardviecher. Echt, was ist das eigentlich? Eine Kochstation. Okay. Was können wir da machen? Ach so, das ist einfach nur eine andere Art. Man kann Gemüsestärke schon machen. Schön, ich mach mal welche. Anfertigen. Cool. Gefällt mir. Ha, nein, falscher Knopf. Gemüsestärke. Schön. Ja, bitte verlassen. Die Station halt. Genau. Schön, ich freue mich. Na? Oh, geht's da? Nein, ist nur die Tür. Lalila. Wow, 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 wow. Ha, du Arschloch, diesmal nicht. Alter. Schmeißt die wer auf mich, oder? Ich gehe mal speichern. Wartet mal kurz. So. Neuer Spielstand, bitte. Alter, das kann ja nicht sein. Kotzwerf. Geh mal auf die Seite. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja, jetzt... Alter Kotzi, ne? Ich will da durch. Kotzwerf, du bist voll gemein. Ich weiß, du willst mich nur schützen, aber das geht jetzt echt zu weit. Also, jetzt... Ist da auch eine Mine? Ich will nicht, dass da noch eine Mine ist. Kotzi, komm jetzt. Hopp. Ich drehe auch wieder um, wenn da eine Bombe ist. Alter Kotzwerf. Geht ja. Also, verstellbarer Schraubenschlüssel, benutzter Ölkanister und eine Blechdose. Biebt's wieder? Nein, da biebt's nicht. Wir haben Messinglaterne, dann Dose und Klebeband. Was, hui, was haben wir da noch? Nuka-Cola-Flasche und schmutziger Aschenbecher. Einen Gartenstuhl. Achso, da können wir uns nicht hinsetzen. Nein, ich will nicht. Ah, wie herrlich. hoppla. Ach ja, dann was haben wir hier drüben noch? T-Shirt und Hose. Schön. Schlüssel zum hinteren Lager. 38er Patron und Eichhörnchen am Stiel. Mhm. Wah, hör auf. Alter, ich batschel. Ja, Kotzi, geh mal rauf, damit ich runter kann. Das ist gescheit. So. Jetzt gehen wir wieder ballern. Unbedingt nachladen. So, ist fein. Oh. Na dann, ihr Kackviecher. Alter. Das erste Viech ist hin. Alter, wenn mir da eins anspringt, ne, sterbe ich 1000 Tote wahrscheinlich. Alter! Wow, Mami, hilf! Ich sterbe! Jetzt stirb, Alter! Bist hin? Nö, die nicht, oder? Komm raus, du Kackviech. Bah. Alter. Ja, triffst du mal was? Das gibt's ja nicht, stirbt dir nicht. Kotzwerf, du Idiot. Wo bist denn du eigentlich? Na, endlich ist die hin. Alter, ich muss was essen. Ganz schnell. Warte, ich hab ja... Warte. So, so, so. Rein damit. Ja, aber wo bist du schon wieder, Freund der Berge? So, das haben wir eh schon mal gelootet, also raus damit. Sind wir hier jetzt eigentlich fertig oder kommt noch so ein Saufich? Wahrscheinlich kommen noch welche. Na? Da drüben sind noch zwei, da drüben müssten noch welche kommen. Aha, radioaktiv auch noch. Schön. Und da noch wer? Buba. Nein, schaut gut aus. Das heißt, richtig, speichern. Da.
Ja, bitte. Boah, ne? Phew. Ah, da ist noch eins, hoffe ich. Gleich nachladen. Komm her, du Mistkäfer. Jawohl. Muhaha. Kotzwerf, wo bist denn du? Da oben. Komm runter, alter Knabe. Komm zu Mami. Komm, da stehe ich. Du schaffst das schon. Komm, Kotzi. Kotzi? Na. Wird schon nachkommen. Irgendwann mal, so in 20 Jahren oder so. Ja, radioaktiv, ich weiß. Ist... wahr. Was zum Teufel? Aha, da muss ich rein. Aber zuerst will ich die Ratte hier. Was sind die schier, die Maulwurfsdinger? Wah, ekelhaft. Entsperren. Okay, was haben wir da? Werkstatt. Na, du bleibst draußen jetzt. Kreide, Rohrzange, Kaffeetasse, Zementsack, Klebeband, Golduhr, Superkleber, Schraubenzieher. Werkstatt. Okay, passt. Tue ich mal Escape. Ich tue mal das Klumpert rein, was wir da so haben. Ich weiß gar nicht, können wir das eigentlich... den ganzen Schrott lagern, ja. Können wir das irgendwie mal loswerden auch? Irgendwie mal so... so gefragt. Also mal verwerten, ne? Also... in die Einzelteile zerlegen. Glaube ich nicht, oder? Schon wieder verkehrt. Halte V gedrückt, um das Werkstattmenü zu öffnen, wenn du dich im Baummenü befindest, ja. Dann würde ich sagen, ich werde gleich nochmal diese blöde Bombe versuchen, Alter, auszulösen, ne? Ja, jetzt piept's nicht. Und das finde ich Sauerei. Alter, Kotzwerf, ne? Alter. So. Gerollter Boston-Buggel. Kaffeetasse. Ich spreche das hier wieder mal total falsch aus. Ja. Nuka-Cola-Flasche. Jetzt macht's nicht mehr bumm, ne? Frechheit, sowas. Na gut, wir werden den Sauhaufen hier jetzt dann gleich mal zusammenräumen anfangen. Das heißt, wir drücken wie immer unser V und fangen gleich mal an mit der Schrottbeseitigung. So, was haben wir hier? Holz. Ja, damit. Das kann alles stehen bleiben, aber hier, das kommt alles weg. Sehr gut. Du auch? Freilich. Du auch? Du sowieso. Da ist wieder alles radioaktiv verseucht. Jawohl, ist sehr typisch. Wer, hör auf. So, dann hier. Das da ist so ein deppertes Maulwurfsloch. Das kommt weg. Dann hier die Autoteile. Also die ganzen Autos. Also ganz, ja genau. Die Karosserie. Grausliches Viech. So. Na, mach. Jetzt muss ich gleich schauen, ob ich nicht schon stirb dran, ne? Wartet mal. Ja, geht noch. Geht schon noch. So, weg damit. Da wäre so ein Strahlenschutzanzug nicht schlecht, ne? Jetzt würdest du? Bitte, danke. Sehr lieb, dankeschön. Ja, ja, hör auf damit. Wer will denn hier leben, wenn alles radioaktiv verseucht ist, ne? So. So. Übrigens, der kleine Schirm gerade vorhin, ne? Das sind die Moped-Autos der Zukunft. Falls sich jemand gefragt hat, wer damit fahren würde. Ja. Das ist so. So, ist hier mal sauber. Bis auf die paar Leichen, die hier rumliegen. So, eine umgefallene Straßenlaterne.
Ah, da oben ist noch ein alter Gorn. Die will ich noch lassen. Den Zaun will ich gar nicht verwerten. Die Kochstation werde ich umräumen. Na nun, da geht's rein. Ich Depp, habe ich gar nicht bemerkt. Mache ich mal aus, Ende. Kann ich rein? Tatsächlich. Hallo? Nö, oder? Da war ein Kind mal da. Oh. Hier ein alter Griller. Was haben wir da noch? Insta-Brühe. Yum-Yum, russische Eier. Ob das noch zum Essen ist? Kartoffelchips? Moa. Nuka-Cola. Ich will auch welche haben. Abraxo-Putzmittel. Noch einmal. Haarklammer. Militäruniform. Machete. Radkakerlakenfleisch. Hauptsache gut durch, ne? Dann ist... Geht's dir gut? Dann ist alles irgendwie zum Essen, ne? Dann tun wir mal weiter hier. Ist da. Das ist einfach nur stylischer Schrott. Lalila. Kommst du weg? Nein. Ist ja unsere Schaufensterpuppe. Können wir fast nicht machen. La 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 la. Du kommst auch weg. Tschüssi. Du auch. Was semperst du da hinten? Achso, das ist der Radio. Da haben wir noch so eine blöde Laterne. Du bist wahrscheinlich auch für nix. Genauso wie du. Und du. Und du auch. Da auch was? Nö, oder? Das ist nur normales Gestein. Ja, ja. Gestrüpp, Gestein. Ja. Weg. War. Du auch. Na komm. Ah, warte. Da ist eine Kiste. Das ist eine Kiste, ne? Also da ist... Okay, lol. Nichts drin. Naja, kann man ja vorher nicht wissen, ne? Wäre schade, wenn ich die wegschmeiß und dann ist was Wertvolles drin. Und dann ist es aber futsch. Futschi und Baba. Boing. Da ist noch ein Auto. Das da unten bleibt scheinbar so. Da haben wir Beton. Eine Telefonzelle. Noch eine. Da ist noch so ein Schrottding von Auto. Nein, das möchte ich gerne offen lassen. Also, da behalten noch. Eine Bank. Schön, da kann man sich mal hinsetzen. Das ist ja auch nicht schlecht. Fein, fein. So weit, so gut. Ist es schon mal... Ist es schon mal alles okay. Den Mülleimer hauen wir auch weg. Nein, da kann man sitzen. Das ist gut. Boah, jetzt muss ich fast aufpassen, ne? Aha, da. Nuka-Cola-Maschine. Warte. Können wir sie aufmachen? Nein. Tschüssikowski. Da ist eine Holzkiste. Da ein alter Gammelreifen. Der kommt auch weg. Puh. Wenn's tickt, bin ich weg. Das war Anything Goes von... Hör auf. So, der Sessel kommt weg. Das vergammelte Zeug da kommt auch mal weg. So, was haben wir hier noch? Die Kisten kommt weg. Sender hier. Wir haben keine echten Einnahmen und es gibt da Leute, die mir helfen, auf Sendung zu bleiben. Ja? Wie die müde, erschöpft? Ihr braucht einen Muntermacher? Holt euch noch heute ein Rezept bei Camp Icare. Ein ausgeglichenes Leben. Okay. Ich höre gerade ein Radio, ein bisschen zu, dann bin ich so still. Als nächstes kommt Right Behind You, Baby. Ein recht fröhliches Lied, aber... Aluminiumdose, Glühbirne, Zigaretten, Kuchen gibt's, noch eine Dose, einen Schraubenschlüssel. Was ist da unten? Warte, ich tue wieder auf. Den Radio lasse ich mal allein dafür, dass er überhaupt funktioniert.
Bau, 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 bau. Ja, du kommst auch weg. Gummi, Plastik. Oh, warte. Das könnte schon wieder mit Inhalt versehen sein. Nein. Vergiss es. So. Da, ba, da. Ba, 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 ba. Wie schaut es hier oben aus? Grüß euch. Wie gesagt, wenn es piepst, bin ich weg. Tja. Da wäre so. Da wäre so ein Sendemast nicht schlecht, oder? Okay. Verwerten. Ach so, musst du die. Ach so. Das Zeug, den ganzen Ramsch, müssen wir einfach auf den Boden schmeißen. Und dann können wir den Schmarrn verwerten. Ah ja, na freilich. Ich verwerte das Zeug alles mal, weil wir haben eh schon so viel Graffel, ne? Wir haben, glaube ich, Kaffeetassen für die ganze Welt. Hm, das könnten wir als Spendenaktion verwenden. Da hat er jetzt auch noch rauf. Dickt, dann bin ich fort. Messinglaterne, ja. Eine Matratze. Die tue ich, die kann. Könnte ich zwar schon verwerten auch. Aber das wäre schon das erste Bett. Warte. Die Buffen nehme ich auch mal mit. Dann. Strohkissen, schmutziges Wasser. Achso, das Kissen hätte ich jetzt da lassen können. Können wir das Skelett nicht irgendwie. Du machst da. Modische Brille, schau, schau. Und da drin Klebeband und Schaum. Schlüssel, glaube ich, was, ne? Oder so. Gut, dann tun wir wieder auf V. So, da nehmen wir wieder mit Keramik. Nehmen wir gerne mit. Klebeband, was kriegen wir da raus? Achso, das ist ein Aschenbecher. Hoppla, Entschuldigung. Was? Ah, der Stängel geht nicht. Okay. Du kommst auch gleich mit. Die Tasche können wir auch mitnehmen. Nö, oder? Den lasse ich da. Das Skelett würde ich gern wieder verwerten. Boah, da hat man eigentlich einen guten Ausblick, ne? Wenn da jemand einfallen will, dann kann man richtig gut wegballern. Na, Kotzi, was sagst du? Läuft schon nicht so schlecht, oder? Den Löscher lasse ich auch da. Ja. Ein bisschen Licht haben sie schon hier. Gut. Was war da? Nein, hat mich nur gerade getäuscht. Dann würde ich sagen, da drüben wäre eine Selbstschussanlage super. Die hat den ganzen Platz da im Überblick. Aber ich würde sagen, da tun wir mal einen Sendemasten hin. Das ist die Frage. Puh, wo bist du drin? Struktur glaube ich nicht, oder? Nee, um Gottes Willen. Energie vielleicht? Energie sonstiges? Was haben wir hier? Rekrutierungsfunkstrahl. Das ist schon sowas, oder? Lockt nach dem Einschalten neue Siedler an. Ja, ja, freilich, freilich. Das ist schon sowas. Das ist nur die Frage, wo so drehen, ne? So gehört er. So, können wir den da so ganz am Rand? Oder mehr hier so? Da so oben? Würde sagen, so hin, oder? Katschanga! So, der Kerl braucht jetzt natürlich auch Strom. Das heißt, wir müssen einen Generator bauen. Gibt es da eigentlich was Besseres? Produziert 5 Strom! Dann knallen wir gleich so einen Riesencode dahin, oder? Ist nur die Frage, wie gehört der? Ich glaube so. Glaube ich. Hoffe ich. Probieren wir es mal. So würde ich sagen. Batsch. So. Jetzt die beiden verbinden, ne? Und das müsste schon passen. Hurra! Huch. So. Sehr fein. Das läuft schon mal. Ja. Sprich mit Preston. Was jetzt schon? Sollen wir den hier nicht weiter ausbauen? Warte mal, ich schau mal kurz nach. Oh, so natürlich nicht.
So, jetzt können wir nachschauen. Die Karte, die Taten, Aufgaben. Einnahme Starlight Drive-In. Was haben wir da? Rekrutierungssendestation. Gebaut, sprich mit Preston. Tatsächlich. Können wir schon wieder zurück? Das war's. Mehr nicht. Keine Häuser, gar nichts. Kommt wahrscheinlich erst, ne? Kommt wahrscheinlich erst. Naja, wenigstens das haut schon mal hin, ne? Boah, der macht einen Krawall. Aber was soll er machen? Ist halt so. Wobei eine Selbststoßanlage wäre mir hier schon lieb, ehrlich gesagt. Dass wir jetzt wieder alles von vorn da bekämpfen müssen, ne? Was mir halt auch wichtig ist, dass wir den Zaun da halbwegs wieder hinbekommen. So ein Zaun ist halt schon ein toller Schutz. Na, Kotzi. Aber so, es wird schon passen. Dann gehen wir zurück. Würde ich sagen, gehen wir zurück zu unserem Kumpel. Ja, bitte. Schau mal, was er uns zu sagen hat. Boah, das Viech, ne? Diese Todesklauen-Dinger da, die schauen echt schier aus. Aber ich weiß, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, von welchem Viech das stammen könnte. Er hat Geweih, also Hörner wie ein Rindviech, aber der Rest vom Körper wirkt eher echsenmäßig. Ein mutierter Mensch wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Weil das sind dann eigentlich ja die Ghule, ne? Oh! Boah, rein in die Hitten. Schande, er wollte hier nicht reingehen. Da draußen ist radioaktiv und so. Oder ist es euch schon alles wurscht? Ich bringe mal zu schlafen. Jetzt so vielleicht. Ich muss echt schauen, dass das Dach schön wird, ne? So, es ist 9 Uhr abends. Wir gehen jetzt mal einfach 10 Stunden pennen. Dann ist wieder Tag und ich hoffe auf schönes Wetter. Ich muss echt schauen, dass die Hütte oben wieder schön wird, ne? Alter, schau mal, 2287 haben wir schon, ne? Also, boah, das Jahr halt. Und Februar ist auch schon wieder, das ist Frühling. Frühling? Wir haben, was, kein Winter mehr? Kein Schnee und nix? Ist auch, ist arg, irgendwie. Aber andererseits haben wir das ganze Jahr über was zu essen. Das ist auch wieder gut. Ich muss echt schauen, ob ich das Dach repariert bekomme. Das müsste doch funktionieren, oder? Warte mal, das will ich gleich mal testen. Ich weiß, ich vertrödel schon wieder Zeit, aber der Part ist eh schon so gut wie zu Ende. Da ist doch das drinnen. Also Dach, Metalldächer. Wie würde das denn bitte funktionieren? Ah, das ist nur so ein gerades Teil. Mehr nicht. Und ein rundes Teil. Aha, zum selber zusammenschustern sozusagen. Also wir können da nicht wirklich jetzt... Ich dachte, wir könnten diese kaputten Dächer hier reparieren. Dann Wände. Gehen dann wenigstens... Aha, da kannst du wahrscheinlich echt nur selber was zusammenschustern und dann sind wir schon fertig. Das ist echt schade. Ich habe nämlich echt gehofft gehabt, dass diese... dass man dieses Gebäude hier wieder tippitoppi zusammenbringt, ne? Holzböden, Wände, Dächer. Geht da vielleicht was? Na, auch nicht wirklich, ne? Das ist halt auch nicht das Wahre, ne? Ich habe halt echt gehofft gehabt, dass man hier was... Ja, na gut. War nur ein Versuch. Ich habe gedacht, vielleicht geht da was, dass man das Zeug hier reparieren kann. Aber schaut nicht so aus. Du musst wahrscheinlich die ganze Bude wegreißen, damit das geht. Ja, ne? Apropos, ja. Mit dir müssen wir reden. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Alles klärchen. Ist doch hoffentlich kein Problem, einen Stuhl für die alte Mama Murphy zu machen, oder? Was? Stuhl? Kannst du nicht einfach irgendeinen Stuhl nehmen? Das dritte Auge laugt mich in letzter Zeit wirklich aus. Mir tut alles weh, auch wenn ich mich hinlege. Ich weiß, dass es komisch ist, heutzutage einen maßgeschneiderten Stuhl zu wollen. Aber das würde mir echt helfen.
Na gut, dann bauen wir die ein. Ja, ich helfe gern. Danke. Dann würde ich sagen, gleich mal V. Und dann bauen wir ja doch glatt so einen schönen Stuhl. Ah, da, schau mal. Spezial. Können wir den echt schon? Sehr schön. Schau mal, da hier die Feuerstelle ist, du willst es sicher gerne ein bisschen warm haben, oder? Schau mal. Würde ich sagen, ich stelle ihn dir hier so hin. Schau mal. Gefällt dir das? Ich hoffe, dass dir das gefällt. Man braucht kein drittes Auge, um zu sehen, was du für diese Leute getan hast. Oh. Mal schauen, ob sie reinsitzt. Ja, 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 ja. Fast richtig. Ja, supi. Na, ich dachte, die Feuerstelle und so, ne? Das wird die Mama Murphy wohl hoffentlich ein bisschen warm halten. Da denke ich mir auch gerade, sollen wir mal... Ich glaube, ich werde mal versuchen, einen Stall für die Kuh da drüben zu basteln, ne? Alles okay mit dir? Ich habe doch gesagt, Sanctuary würde wachsen. Das dritte Auge lügt nicht. Mhm. Schau schön. Na, da hat sie, glaube ich, ein gutes Plätzchen, ne? Da hinten können wir mal eine Wand aufziehen. Dann hat sie ein bisschen windgeschützt, die alte Frau. Ja, die liebe Gute. Na fein. Bam, bam. Wir haben eine neue Aufgabe bekommen, die werde ich jetzt aber nicht mehr starten, weil, ja, der Part ist eh schon so gut wie zu Ende. Radar-Probleme bei Oberlands Station. Jo, sprich mit den Siedlern bei Oberlands Station. Machen wir dann sofort. Jawohl. Ike, ja, von Genosse Kommandant. Ah, da steht was. Preston Gravy hat mich gebeten, eine Siedlung aufzusuchen, die Hilfe von den Minutemen angefordert hat. Ich sollte mich so schnell wie möglich nach Oberland Station begeben und sehen, was ich tun kann. Ah, wieder der falsche Knopf. Aha. Jawohl, das werden wir auch machen. Da der Party ja eh schon bald zu Ende ist, werden wir noch... Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ich vermisse ihn nur so sehr. Ach, geh. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Ach so? Jetzt machen die alten Knochen nicht mehr mit. Ja, das ist leider so im Alter, ne? Irgendwann kommt die Zeit, wo man es ruhiger angehen sollte, ne? Scheint wirklich was zu werden. Ja, da wird was. Schau mal, dann nehmen wir gleich alles mit. Da können wir das super, ne? Komm, ich will das haben. Da können wir da feine Geschichten kochen. Eine Melone, hier, genau. Da ist wieder Kürbis. Her mit dem Graffel. Jawohl. Mais? Ist der Mais schon wieder fertig? Nö, brauchst gar nicht glauben. Aber unsere Karotte. Yippie. So. Ja, das ist fein. Hier auch eine Karotte fertig? Nö. Die da? Ah, hallo Kotzi. Ne. Die ist auch nicht fertig. Alter, die braucht ewig. Oder es ist der falsche Standpunkt und die Leute rennen sie über den Haufen. Das könnte auch sein. Na fein. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen noch ein bisschen Süppchen kochen. So. Gell? Ja, das sagt nichts mehr. Getränk, aufbereitetes Wasser, dreckiger Ödländer. Oh, was denn das? Möchtest du darüber reden? Nein, ist schon Alkohol. Ich will nur nicht mehr darüber nachdenken. Ist okay. Ich mach einen. Ich sag dir, ist schon gut. Lass mich in Ruhe, Jim. Und natürlich wieder meine köstliche, selbstgemachte Gemüsesuppe von Omas, also nach Omas Rezept. Da will ich gern zwei machen. Verwertbares geht dabei nix. Braten. Geht noch mehr braten? Eigentlich? Wir haben noch Gemüse über. Kakerlakenfleisch. Na, aber es schaut nicht so schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich sagen, passt. Sehr schön. Na, fein. Na, stehst du gut hier? Zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Ah ja, na fein, ist auch eine Einstellung, ne? Aber das mit der Mama Murphy, ich würd ihr gern den Stuhl eigentlich ins Haus... stellen. Wenn sie wieder mal aufsteht, irgendwann mal stelle ich ihn ihr ins Haus. Ist vielleicht besser. Weil wenn es hier dann regnen anfängt, sie sollte schon wärmer sehen. Ist ja wurscht. Na fein. Jedenfalls die Kuh gefällt das Haus. Es wäre vielleicht echt nicht schlecht, wenn ich hier oder so, an dem Plätzchen hier, einen Stall bauen würde.
Weil die steht auf Häuser, die Kuh. Ist mir schon aufgefallen. Die war die ganze Zeit in dem Haus da drin. Na? Du? Jo. Was machen wir eigentlich mit dir? Ich habe immer noch keine Ahnung, ob man dich melken kann. Oder ob du nur fürs Fleisch taugst. Das wäre nämlich schade. Da wäre vorher gut, eine Viehzucht zu machen. Na fein. Den Stall werde ich dann machen, wenn diese Aufnahmesession wieder vorbei ist. Werde ich echt mal probieren, vielleicht klappt es ja. Und wenn nicht, dann ist es halt ein neues Häuschen. Gut, der Party ist auch wieder zu Ende. Im nächsten schauen wir uns weiter nach Siedlern um, werden wir den Leuten weiterhelfen. Für einen und Kampf bin ich wohl nicht mehr zu gebrauchen, aber früher nannte man mich Murphy die Wahnsinnige. Das kann man jetzt auch wieder anders verstehen, ne? Aber trotzdem, du musst nicht kämpfen, das machen wir für dich. Wichtig ist, dass du uns treu bleibst und gut erhalten vor allem. Na gut, also, ich hoffe, wie gesagt, du findest deinen Sohn. Ja, danke. Ich gehe mal ein Stück daher, damit ihr mich nicht anreden müsst. Jedenfalls, ich finde, so langsam leben wir uns hier gut ein. Das wird ja. Wir werden im nächsten Part den nächsten Siedler helfen. Und somit hören wir uns beim nächsten Mal. Also ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!